mal, Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tannenbaum und ich brauche dringend deine Hilfe. Bitte such mich in der Bahnstation des Atlantic Express. Thank you.
gleich zu Hause. Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gentonica raus, um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Hörspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen. Auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert. Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brain Booster unter seine tägliche Dosis. Schlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Ah! Daddy!
1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr da... sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend.
seit Wochen kein Ende mehr gehabt. Lass mich Hier spricht Dr. Sophia Lamb. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. Ich bin wieder ein Ratcher. Nach so vielen Jahren. Die Kleinen, die ich gerettet habe, sind erwachsen und denken nicht mehr an mich. Aber nach allem, was ich ihnen angetan hatte, war es eine Freude, vergessen zu werden. Doch jetzt verschwinden Kinder überall an den Meeresküsten der Welt. Sie werden entführt. Und so kehre ich zurück, aus Angst vor dem, was ich schon weiß. Irgendwer erschafft neue Little Sisters und führt meine Arbeit, meine Sünden fort. Und wenn es mich das Leben kostet, ich muss das unterbinden. Was ist immer noch Mann zu Hause? Raus!